Wobei, in der Liebe, das soll man wieder langsam sein. Die Liebe, Sie haben sie ja halt schon gehört, wir haben ja ein bisschen so bei einigen Stücken die Liebe vorschauen lassen. Sie wissen, die Herren kennen sich aus in der Liebe, die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Man lernt einander kennen, er redet und sie hört zu. 2 Jahre später redet dann sie und er hört zu und 5 Jahre später reden beide und die Nachbarn hören zu. Kurzum ist der Hörerhans, der war beim Doktor, ist reingegangen und hat gesagt, Herr Doktor, ich habe nie gewusst, dass es so schnell nachlässt. Und er hat gesagt, bitte was? Ja, ich habe nie gewusst, dass es so schnell nachlässt. Ich sage, Entschuldigung, können Sie ein bisschen deutlicher reden, was lässt so schnell nach? Ich sage, ich bin jetzt 5 Jahre verheiratet und ich muss Ihnen ehrlich sagen, unser Schlafzimmer avanciert zusehends zu dunkel kommen. Durch nichts Verlust. Also ich sage, gut, das liegt sicher an irgendetwas Medizinischem. Sie schicken die Dame vorbei, ich werde sie untersuchen, wenn wir das gleich haben. Die Hurlerkante kommt vorbei, sie sagt, ist Gott, Herr Doktor? Der Herr Gemahl sieht das etwas anders. Ich fahre am besten gleich mit der Tür ins Haus. Er beklagt sich über Lustlosigkeit. Na, der hat ja keine Ahnung. Na, mein Mann hat ja wirklich keine Ahnung. Sie wissen, wie das ist. Ich bin doppelt belastet. Ich bin Verkäuferin und nebenbei muss ich natürlich auch den Haushalt schaukeln. Und dann, wenn ich am Abend nach Hause komme, der ganze Haushalt auf mich wartet, dann ist es oft 1 Uhr nachts, bis ich fertig bin. Wenn ich dann am Morgen aufstehe, um zu meinem Betrieb zu fahren, habe ich schon ab und zu den Autobus versäumt. Dann habe ich mein Taxi gerufen, hocke mir ins Taxi, fahre mit dem Taxifahrer los, sagt der Taxifahrer, nachdem er mich abgeliefert hat bei unserem Lebensmittelhandel, kostet 6 Euro. Jetzt frage ich die welche Verkäuferin hat einfach 6 Euro eingeschoben. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe keine 6 Euro. Hat er gesagt, gut, dann werden wir eine Anzeige machen, oder? Und dann habe ich mich fürs Oder entschieden. Und dann bin ich hinein zu meinem Chef und habe gesagt, Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen spät komme. Und er hat gesagt, gut, ich war 1 Stunde zu spät, das ist natürlich ganz brutal, das werden wir gleich unserem Herrn Generaldirektor melden, oder? Und dann habe ich mich auch fürs Oder entschieden, nicht? Man braucht ja sein Beruf, das ist ja nicht so einfach, nicht? Und da muss ich erst am Mittag gehen, dann immer in die Kantine. Und da haben wir so einen schnuckligen Ober, und der kommt immer zu mir her, und dann nimmt er das Teller der Hauptspeise weg, und dann sagt er, nehmen wir noch eine Nachspeise, oder? Und dann entscheide ich mich auch fürs Oder. Ja, der ist ja wirklich schnucklig. Zugegebenermaßen am Abend, wenn ich dann nach Hause komme, bin ich etwas lustlos. Hat der Doktor gesagt, ja gut, aber ich muss das jetzt dem Herrn Huber erklären, oder?